Eine ihrer viel zitierten Aussagen ist die, dass jeder in gewisser Weise kriminell ist. Das stimmt. Sie beschreiben damit, dass ein Mensch, wenn dieser für sich einen Vorteil erkennt, diesen auch versucht ist, für sich in Anspruch zu nehmen, selbst wenn ihm der moralische Stolperstein darin bewusst ist. Wenn Sie jetzt durch die Stadt laufen und Werbetafeln sehen, auf denen zum Beispiel aktuell für Schuhe geworben wird und darunter lesen, nutze jeden Vorteil. Was denken Sie dabei über die Gesellschaft oder expliziter vielleicht über Christian Wulff? Ja, also er ist ja nur ein Beispiel. Er tut mir ein bisschen leid. Er ist einfach diesen Jobs, den man ihm dann da gegeben hat und zugespielt hat, dem war er nicht gewachsen. Er war einfach nicht lässig genug für sowas. Deswegen und er ist auch nicht lässig genug mit den Vorwürfen umgegangen, die ja nicht wirklich so gravierend sind, sondern die Alltag sind. Jeder Politiker oder jeder, der müsste sich fragen, jeder muss ein Netzwerk haben und baut es sich auf. Also, aber bei ihm wollte man natürlich dann auch ganz genau hinschauen. Und wenn er dann einmal einen Fehler macht, und dann ist er geliefert. Also, dass er besonders verwerflich ist, hat bis jetzt nichts ergeben. Er ist halt wie alle anderen auch kriminell. Leicht kriminell, wenn man fort und geht. Nichts anderes habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass jeder ein Mörder ist, sondern dass jeder in seinem Weg und wie es seine auch Gemütslage zulässt, kriminell zu werden. Am einfachsten sind es ja immer die sogenannten Versicherungsbetrüge. Ne, da hat man irgendeinen Schaden und lässt das ganze Auto lackieren und so. Da hat überhaupt keiner den geringsten Schuldbewusstsein. Ne, und das meine ich damit. Nicht auf ethischer, aber schon ein bisschen auf moralischer Ebene. Ja, aber ja, es ist doch klar. Also zum Beispiel, ich erzähle ja immer, ich breche irgendwo ein. Das ist natürlich, da braucht man natürlich eine große kriminelle Energie und auch, man muss ja auch die Angst überwinden, erwischt zu werden. Und dann, glauben wir, damals waren das ja noch eine gute Beute, Teppiche, ne? Persische Teppiche ist ja heute alles nicht mehr so viel wert wie damals. Also heute, gegen dem Sonderangebot, sind die Teppiche so teuer, wie ich sie als Schore verkauft habe. Ja, so vergeht das. Na gut. Also ich habe den Laden leer geräumt und wir haben dann addiert in unserem Lager und haben alles nachgezählt. Dann waren da stand ja die Preise hinten drauf, Verkaufswert, hatten wir meinetwegen für 800.000 Mark Teppiche geklaut, Verkaufswert. In der Zeitung am nächsten Tag standen aber 3,5 Millionen. Und von der Versicherung hat er dann die Hälfte kassiert. Der hat also so viel an uns in der Nacht verkauft wie nie im Leben. Auf einmal. Und das war mir klar. Und das war immer so. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem politischen Nutze jeden Vorteil oder wie es Herr Wolfgang Schäuble im Zuge der Überwachungsdebatte zu einer geprägten Aussage geführt hat, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Ja, das ist natürlich die übliche Aussage, wenn es darum geht, Bürger gläsern zu machen. Das stimmt, aber eigentlich hat ja jeder was zu verbergen. Deswegen wollen es auch viele nicht und oder die meisten nicht. Also ich finde, dass das sollte im Rahmen bleiben. Dann wird dann immer gesagt, naja, um die Terroristen auch alle finden zu können, muss sich jeder nackt ausziehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es geht denen ja um etwas ganz anderes. Es geht denen um die lückenlose Kontrolle tatsächlich. Denn der Bundesgerichtshof hat uns einen großen Ungefallen getan, der Bevölkerung. Er hat vor 20 oder 30 Jahren in einer Entscheidung, ich weiß nicht, ob es jetzt schon 30 Jahre her ist, aber so rum, mal erklärt, dass die sogenannten Zufallfunde verwertbar seien. Also zuvor war es so, wenn Sie eine Telefonabhörung kriegten wegen krimineller Vereinigung, 139, Paragraph 139, dann war das nur verwertbar, wenn Sie wirklich eine kriminelle Vereinigung hatten. Da war egal, wie viel Fahrraddiebstähle dadurch rauskamen, die Sie hatten. Ne? Und dann haben die aber gesagt, das ist aber schade, jetzt haben wir doch erfahren, dass... So, und dann hat der Bundesgerichtshof entschieden, Zufallsfunde sind von der Polizei zu verwerten. Das bedeutete also, die haben ab sofort immer versucht, wegen einer... eine Telefonabhörung zu kriegen wegen einer dieser vermeintlichen Straftaten, kriminelle Vereinigung war am einfachsten. Nachher war es dann doch keiner, aber er hat 10 Fahrräder geklaut oder 4 Einbrüche gemacht. Verstehst du? Das war ein großer Fehler der deutschen Gerichte, einer der wenigen, die gemacht haben. In den letzten Jahren haben sie ja auch ein paar Probleme mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, zum Beispiel zur Sicherungsverwahrung und so. Und das ist total gerechtfertigt. Ne? Was die Europäer sagen, ja nicht die Deutschen sind blöd oder sollen ihre Leute freilassen, ihre Verbrecher freilassen, aber das ist einfach, da läuft die meisten wissen ja nicht mal, die Sicherungsverwahrung hat das Dritte Reich 1934 ins Strafgesetzbuch geschrieben. Das war im Rahmen dieser ganzen, unter den Aspekten, unter denen auch die Leute ohne eine Straftat gemacht zu können, in Konzentrationslager verschleppt wurden.
also Zigeuner, Juden, was auch immer, unter sogenannte Vorbeugehaft oder Schutzhaft, wie die das nannten. Und da kam auch die Sicherungsverwahrung rein, denn die besagt ja nichts, als dass man jemanden festhalten kann, ohne dass er spezifisch jetzt für etwas verurteilt wird. Bleiben wir beim Thema. Sie sagten einmal, dass Resozialisierung von Strafgefangenen kein formuliertes politisches Ziel sein kann, da Menschen, welche durch ihre Biografie in der Haft landen, auch vorher bereits kein soziales Miteinander richtig erfahren haben. Bedeutet Resozialisierung für Sie einen verschönten Ausdruck für die Rückständigkeit einer Vorbereitung in deutschen Gefängnissen, das Bewusstsein für ein soziales Miteinander zu fördern? Bedeutet es mit GPS ausgestattete elektronische Fußfesseln auf Bewährung? Gute Frage. Also sagen wir mal so, die Wortfindung ist natürlich immer, soll natürlich etwas Positives sagen. Sie soll natürlich sagen, dass wir eine soziale Gesellschaft sind und dass die paar Ausreißer dann zurückgeführt werden. In Wirklichkeit ist die Gesellschaft ja von vornherein in unterschiedliche Klassen geteilt, obwohl es keine Klassenjustiz, keine Klassen mehr gibt oder geben sollte. Aber es ist natürlich so, dass es ab bestimmte Migranten zum Beispiel oder gewisse asoziale Gegenden durchaus mehr Straftäter produzieren als das Villenviertel. Was ja nicht heißt, wie wir vorher besprochen haben, dass sie nicht weniger kriminell sind, nur sie sind halt etwas vorsichtiger. Und kriminell, das ist ganz wichtig, ist ja nur jemand, der erwischt wurde und verurteilt wurde. Das ist der Punkt, an dem jemand kriminell wird. Und wir wissen ja von Leuten, die großkriminell sind und die einfach noch nie erwischt wurden oder noch nie hat es jemand fertiggebracht, sie vor Gericht zu stellen, weil sie so viel Macht haben, weil sie so viel Geld haben. Und damit heißt es ja noch, damit trotzdem weiß jeder, dass er kriminell ist, aber so ist es. So, und diese Rückführung in die Gesellschaft sollte einfach eine Hinführung zum straffreien Leben heißen. Und das ist möglich, obwohl es schwer ist. Denn, und jetzt kommen wir ja zur Aussage, was bedeutet denn das Leben für viele? Und wenn sie in den Knast gehen und gucken sich die Leute an, die da sitzen, sind ja tatsächlich nur ganz wenige, die so kriminell sind, dass sie da hingehören. Also Leute, die anderen Leute ans Leben trachten, an die Gesundheit trachten, Schläger, Sittlichkeitstäter, die Kinder missbrauchen und so weiter und so weiter. Das sind keine, und Erwerbskriminelle, wie ich einer war, aber das sind keine 15%. Die anderen 85% im Knast sind einfach nur lebensunfähig. Und da wir ja selbst wissen, dass das Leben draußen schwer ist, zurechtzukommen, ist es für die ja nochmal so schwer. Und deswegen haben die sich den Knast als Lebensort gesucht. Ohne es sich selbst zuzugeben. Natürlich erzählen sie, oh, draußen sechs Banken, bababam und so. Natürlich haben sie noch nie eine Bank betreten, außer mit der Geldkarte, wenn sie je eine hatten. Tatsächlich sind es kleine Straftäter, die draußen nicht zurechtkommen, aber drinnen die klare Ordnung, das gefällt denen. Drei Wahlzeiten am Tag, Aufschluss davor, Ausschluss davor, Ausschluss davor. Dann nehmen Sie den Rest in Kauf, obwohl Sie es natürlich nie zugeben würden. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, diese 85% könnte man eigentlich auch wunderbar in der Bundeswehr als Soldaten unterbringen, oder? Zum Beispiel, man gibt ihnen etwa eine Bedeutung. Die sind ja auch stolz, dass sie kriminell sind und nicht am Sozialamt an der Ecke stehen, an der Bude, sondern wir sind kriminell, obwohl natürlich ihre Kriminalität oft weitaus geringer ist als der größte Teil derer, die nicht erwischt wurden. Aber es hat natürlich ein anderes Prestige. Ja, ja. Kommen wir von dem Kriminellen und Politischen so ein bisschen wieder zum Schriftsteller Peter Zingler. Sie leben und arbeiten in Frankfurt am Main. Frankfurt ist ja bekanntlich eine Stadt mit einer im deutschen Städtevergleich statistisch sehr hohen Kriminalitätsrate. Könnten Sie sich auch vorstellen, aufs Land zu ziehen oder genießen Sie diese Atmosphäre in der großen Stadt Frankfurt am Main? Also Land habe ich schon zweimal abgehakt, weil das war dann doch nicht das Richtige. Also ich möchte schon in der Stadt weiterleben und in der Stadt auch mein Alter verbringen, weil ich will ins Kino gehen, ins Theater gehen, einen saufen gehen und dann ein paar Meter nach Hause und ins Bett fahren können. Also das Land hat seine Vorteile, aber ich habe dann auch gemerkt, das Land ist nicht so mein Ding. Nee, nee. Und Frankfurt ist ja nun mal noch eine besondere Stadt innerhalb von Deutschland. Frankfurt hat ja eine sehr starke Milieuvergangenheit und die Stadt hat ja davon, ohne es selbst zuzugeben, lange gut gelebt. Ne? Also es sind wesentlich mehr Menschen nach Frankfurt gekommen, um in ein Bordell zu gehen, als ins Goethehaus. Das kann man ganz klar statieren, wenn man die Zahlen so vergleicht. Und Frankfurt war ja auch als Krimineller für mich eine gute Stadt, deswegen bin ich ja auch von Köln nach Frankfurt gezogen, also aus dem Rheinland hierher gezogen.
Und Frankfurt ist eine tolle Stadt. Gott sei Dank mögen viele Frankfurt nicht. Deswegen ziehen sie nicht hierher. Es ist eine Stadt, die liegt so zentral. Ich fahre mit dem Zug in 3,5 Stunden nach München, nach Berlin, nach Hamburg und nach Paris. Oder ich gehe auf den Flughafen und Frankfurt hat einen anständigen Flughafen. Im Gegensatz zu allen anderen Städten. Also, das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, die Hessen sind schon okay und weltoffen. Und Frankfurt ist ja auch eine alte, weltoffene Handelsstadt. Hier wurden die Kaiser gekrönt. Ich meine, damit habe ich nicht viel am Hut. Aber es ist schon, ich mag Frankfurt. Also, sonst wäre ich ja irgendwann mal zurückgezogen ins Rheinland. Und ich mag Frankfurt und finde die Stadt einfach toll. Bleiben wir mal in Frankfurt. Der Titel Ihrer aktuellen Veröffentlichung von 2010, Rotlicht im Kopf, das Sudfass über das berühmteste Bordell der Welt und warum Männer in den Puff gehen, klingt an wie das 1987 erschienene Buch von Ihnen, Der Puffpoet, Geschichten aus einem Edelbordell. Auf der Internetseite der Deutschen Nationalbibliothek läuft dieses Buch, dieses aktuelle, unter den Sachgruppen Sozialwissenschaft, Soziologie und Anthropologie. Ja. Erzählen Sie demnach in diesem Buch keine Kurzgeschichten über Prostitution, Zuhälterei und Erlebnisse gut bürgerlich situierter Männer bei deren Bordellbesuchen? Worum geht's denn in diesem Sachbuch? Ich erzähle diese Geschichten, aber es sind ja noch andere Autoren drin. Es ist eine Historikerin, die eine Geschichte darin schreibt über die Geschichte der Prostitution in Frankfurt. Und das, was also auch neulich im Fernsehen jetzt mal aktuell wurde, anlässlich eines Films mit dem Titel Die Wanderhure, was ja Millionen vor den Fernseher zieht, wo man immer weiß, dass dieses Thema immer ein interessantes ist. Ich hab dieses Buch ja auch in einem Bordell vorgestellt. Und was meinen Sie, wie viel Presse kam und wer kam? Alle Fernsehanstalten, alle Presse, alle Redaktionen schickten Frauen, ihre Frauen. Das heißt, die Frauen wollten endlich mal in einen Puff sehen. Es waren fast nur Frauen, die da unten versammelt waren und diese Buchvorstellung gefilmt, erfragt haben und die haben in ihren Redaktionen gesagt, ja, wollen wir aber jetzt, dann lass uns mal hin, ihr Männer könnt ja immer in den Puff gehen. So, also das Interesse ist immer da, wie man an der Wanderhure sieht und Frankfurt hat eine interessante Geschichte und Goethe hat dazu beigetragen. Also wenn man schon den Alten als Beispiel immer für gute Kultur nimmt, dann muss man wissen, der war auch nicht Apold und der hat sich von seinem Apotheker bestimmte aus Paris und mit Parfüm betäubte Schweinsdärmchen gegeben, als Präservative und so weiter. Also das ist toll, was die Frau da herausgefunden hat. Ne? Und wie wir alle wissen jetzt mittlerweile seit der Wanderhure, dass die Städte früher diese Puffs selbst betrieben haben und auch gut verdient haben daran. Ja, und ansonsten gibt es noch einen Text eines Rechtsgelehrten darin, der war früher Leiter des Ordnungsamtes in Frankfurt, zu Zeiten, als das Sudfass also gegründet wurde. Und der hat später die Seiten gewechselt und ist freier Anwalt geworden, hat die Stadt jeweils verklagt, wenn sie wieder neue Sperrgebietsverordnungen erlassen wollten und hat immer gewonnen. Die Stadt hat immer verloren. Also es geht darum, wie auch die Stadt mit Prostituierten und diesem ganzen Ding umgeht. Sie weiß, sie braucht sie und wenn sie gebrauchten, dann geben sie Zucker und wenn sie nicht mehr wollen, dann lassen sie alles wieder abreißen. Das ist so eine Unsicherheit, wie wenn man jetzt jemandem einen Bauantrag genehmigt und lässt ihn bauen und kaum ist der letzte Ziegel drauf, sagt, ach, wir haben uns geirrt, reiß wieder ab. So geschieht es den Leuten, die in dem Milieu investieren, sehr häufig. Und dann haben wir noch eine Soziologie-Studentin und einen sogenannten Erotik-Coach, die auch darüber schreibt, warum Männer in Puff gehen. Nicht nur ich, sondern sie hat es anhand ihrer Umfragen ermittelt. Und deswegen ist es ein Sachbuch. Aber meine Geschichten sind ähnlich wie der Puff-Poet von 87. Es sind auch 2, 3 Geschichten identisch, denn die waren damals so gut, die mussten jetzt auch wieder rein. Also ein durch und durch unterhaltsames Buch mit Belletristik zwischendrin, Sachtext. Und schönen Fotos. Und vielen, vielen Bildern, vielen, vielen Fotos, ja. Okay. Einen Roman oder eine längere Geschichte zu verfassen, braucht ja bekanntlich nicht nur eine Menge Fantasie und Vorstellungskraft des Autors, sondern eben auch eine Menge Zeit und Energie zu formulieren und tatsächlich niederzuschreiben. Eines der jüngsten Beispiele für meine Frage ist der Berliner Thomas Mahler, der 2008 den Bericht In der Schlange, mein Jahr auf Hartz IV schrieb und damit 2009 den Prenzlauer Berg Literaturpreis gewann. Nun wird der Literaturwissenschaftler und Philosophieabsolvent als Buchautor gehandelt und schreibt an seinem ersten Roman. Welche Empfehlungen würden Sie jungen Nachwuchsliteraten geben, um die praktische Zeit zu gewinnen, einen Roman verfassen zu können? Etwas erleben. Also einfach mal das Rauf und Runter von dem Inneren im Kopf, das muss sowieso dazukommen, dass du vor dem Schreibtisch sitzt und rauf und runter reflektierst.
aber erstmal was erleben. Also ich würde ihm raten, es jetzt nicht zu machen. Und erstmal, wenn sie klug sind, machen diese jungen Autoren, ob sie nun Buchautoren sind oder ob sie junge Regisseure sind oder junge Drehbuchautoren, wenn sie die Filmschule verändert haben, wenn sie klug sind, schreiben sie was oder machen ihren ersten Film über bisherige Erfahrungen. Deswegen kommen so viele jungen Liebesgeschichten, egal ob als Komödie oder als Dings, auf den Markt. Das, denke ich, da haben sie dann ihre ersten Erfahrungen und das finde ich auch okay. Obwohl die Dinger mal einer aussieht wie der andere. Wenn, wie man heute weiß, aus der Erfahrung zurückblickt, ist es kein großer Unterschied. Aber das verstehe ich. Aber wenn die dann anfangen, unglaubliche Romane über die Welt, von der sie nichts wissen und nur was gelesen haben, das merkst du, dass das gestrickt ist. Verstehst du, was ich meine? Der Unterschied ist, ich merke an einem Film, ob jemand ein gelernter Autor ist oder ob er ein Autor aus Erfahrung ist. Ein gelernter Autor strickt oft die Geschichte sogar noch besser. Immer Worst Case, immer auf den Kipppunkt, immer auf dahin. Aber man spürt an der ganzen Geschichte, dass sie nicht stimmt. Ich spüre das. Ich spüre, dass es sie so, obwohl es möglich wäre, aber so nicht gibt. Und deswegen würde ich ihm raten, lass es sein, damit du hast ja Erfolg. Du wirst zwar auf deinen Namen hin natürlich wieder ein paar Bücher verkaufen, denn darum geht's. Er hat ja seinen eingeführten Namen und der Verlag sagt, komm, schieß nach, schieb nach. Aber ob das nun tatsächlich wirklich etwas Gutes wird, das bezweifle ich. Bleiben wir bei dem Porträt eines Schriftstellers, das man ja allgemein hin als einen zeichnet von jemandem, der den ganzen Tag geistreich denkt, dabei abwesend wirkt, in seiner Imagination über Türschwellen stolpert, Äpfel in seinem kleinen Garten eines Pariser Vororts pflückt und Träume aufschreibt oder von München nach Wien reist und dabei entspannt aus dem Zugfenster starrt. Ansonsten schlafen Schriftsteller ja auch sehr lange in den Tag hinein und vor allem ausgiebig und über Jahre mit Tausenden von Musen und wundern sich über Postzustellungen der Agentur oder des Verlags, die neues, unerhofftes Geld auf das Bankkonto blättern. Was ist denn für Sie an diesem Bild tatsächlich dran und welche Erfahrungen haben Sie denn als Schriftsteller wirklich gemacht? Naja, also erstmal will ich jetzt mal unterscheiden zwischen dem, was Belletristik, also was in Buchform auf den Markt kam, und ich habe immerhin so etwa 20 Bücher veröffentlicht mit Anthologien, und dem, was im Fernsehbereich und Filmbereich läuft. Wenn du im Buchbereich nicht einen Bestseller hast, kannst du davon nicht leben. Die meisten Autoren, und das ist jetzt die Wahrheit, die ich kenne, und Autorinnen leben davon, dass sie einen Lebenspartner haben, der anständig arbeiten geht. Das ist eine ganz, ganz prägnante Erfahrung. Und wenn man denn doch darüber hinaus Erfolg hat, zum Beispiel Drehbücher werden natürlich erstmal, sagt man, besser bezahlt, sie werden auch schlecht bezahlt, wenn man es mit amerikanischen dann vergleicht, und die Arbeit ist ja keine andere. Also Drehbücher werden besser bezahlt und diese unerwarteten Geldsegen, die da kommen, die habe ich noch nie gehabt. Ich wusste immer, wenn was zu kommen war, und habe mich höchst gewundert, dass es zu spät kam. Also diese Geschichte kann ich, das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, dass man im Zug sitzt, nicht nur nach Wien, und rausguckt und dass einem dann immer wieder Sachen einfallen. Man muss ja immer neugierig sein. Also ich stelle mir vor, dass ein Schriftsteller sich von anderen unterscheidet, indem er keinen Moment aufhört, neugierig zu sein. Also indem er auch sich mal umblickt und weiter konzentriert oder Menschen anschaut. Ich meine, das sind so die Spiele. Da denkt man sich, wer könnte das sein, was könnte er machen, warum sitzt er jetzt hier im Zug und warum geht er dahin und so weiter. Und das ist so das Gedankenspiel. Und das führt auch irgendwann mal immer zu dem Punkt, das ist ja spannend. Sollen wir mal gucken, ob man daraus was machen kann. Ja, das sind jetzt so Anspielungen auf Wolf Wondratschek, Peter Handke und so. Nach Wien fuhr bestimmt Herr Handke, ja. Nee, Herr Wondratschek. Wondratschek von Wien. Handke tut so ein bisschen Äpfel pflücken in Pariser Vorort. Ah, der Handke tut der Äpfel pflücken. Ja, also, weißt du, und dann, das ist ja auch, wenn du Herrn Handke sagst, man kann zu ihm stehen, wie man will, also er hat schon manches ganz Gutes gemacht, aber wenn dir dann nichts einfällt und du erfährst von ihm, der Nachmittag eines Schriftstellers, ja, da musst du doch im Grunde sagen, warum hat er uns das angetan? Was interessiert uns, was er am Nachmittag macht? Du rotst, lieber Nesel, schluck der